Doppelt. Ja. Außen und darunter nochmal Plastik, ne? Deshalb gibt es jetzt keine Pomela mehr. Nee, das ist echt schade. Auf jeden Deutschen kommen pro Jahr 37 Kilo Plastikmüll. Allein aus Verpackung. Deshalb unterstützen viele Kirchen in der Fastenzeit die Aktion Klimafasten. Auch der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers macht mit. Eine Woche lang wollen er und seine Frau auf Plastikverpackungen verzichten. Man fragt sich manchmal, gibt es denn irgendwas auch ohne, was nicht mit Plastik verpackt ist? Wenn man das so sieht, dann denkt man, Plastik ist ja fast unausweichlich. Ja, selbst bei diesem Ding hier haben wir das gesehen. Das fällt ja gar nicht auf Nudeln, nur in Pappe, aber dann ist da so ein Sichtfenster, das ist auch aus Plastik. Gerade in Pflege- und Hygieneprodukten versteckt sich außerdem Mikroplastik. Wenn das ins Wasser kommt, kann es von den Kläranlagen nicht gefiltert werden. Das ist schon mal eine Menge, einmal. Der Plan? Plastikfreie Alternativen finden. Dafür müssen die Meisters erstmal einkaufen gehen. Stoffbeutel und Gefäße nehmen sie von zu Hause mit. Den ersten Versuch machen die Meisters im normalen Supermarkt um die Ecke. Obst und Gemüse gibt es hier auch lose. Welche nehmen wir? Komm, wir nehmen einfach zwei. Wollen wir die gleich? Die packen wir erstmal locker ein, oder? Ja, genau. Also, gut, da muss man natürlich vorsichtig sein, dass sie jetzt nicht zerdrücken. Bei den Süßigkeiten sieht es schon anders aus. Ja. Aber du findest nichts hier. Nee, leider nicht. Nee, du hast nichts. Schade. Das Gesamtfazit ist trotzdem gut. Ja, und man findet doch eigentlich relativ viele Produkte, bis jetzt auf unsere Gummitierchen. Aber wir haben keinerlei Süßwaren, auch die Diekmann konnten wir nicht kaufen. Was noch fehlt, gibt es im Lola, kurz für Loseladen. Der bietet nur unverpackte Produkte an. Die können die Meisters in ihre eigenen Gefäße packen. Die wiegen sie vorher ab, das Gewicht wird dann an der Kasse abgezogen. Und hier gibt es auch Süßigkeiten. Alles der gleiche Preis. Das heißt, wenn, dann könnten wir uns alles da unten auch. Ja, genau. Oder wir nehmen hier, komm. Ja, nehmen wir da oben. Wir nehmen erstmal unsere Bio-Fruchtbeeren. Ja gut, aber wenn du ein Kilo hast, sind das fast 20 Euro. Auch Pflegeprodukte finden die Meisters. Das Abfüllen hat aber so seine Tücken. Ups, Hilfe. Oh, wir üben nochmal. Oh je. Sogar Spülmittel gibt es im Lola ohne Plastik. Natürlich rechne ich nicht damit, dass ich hier Gummibärchen dann ohne Verpackung kaufe. Aber dann finde ich auch Haarshampoo als Stück Seife. Das ist eine Überraschung. Insofern finde ich es schon enorm, dass man merkt, wie selbstverständlich man sich daran gewöhnt hat, dass alles irgendwie eingepackt ist. Plastikfrei einkaufen ist also möglich, aber erfordert etwas Übung. Also man muss ehrlicherweise sagen, das kostet mehr Zeit. Wir haben uns alle daran gewöhnt, dass man die Dinge, die man braucht zum Leben, vor allen Dingen die Lebensmittel, möglichst günstig kauft. Und das ist schon der falsche Weg, auch wenn man gute Lebensmittel für günstig gar nicht bekommt. Aber wenn man sie dann auch ohne Verpackung nehmen will, also die Umwelt entlastet, dann wird es nicht billiger, sondern wird es auch eher teurer. Tschüss!